Anordnung unvollständig. Bitte vor Abfahrt Zugmaschine und Treibstoffwaggon ankoppeln. Chinese. Objekte greifen. Mhm. Bin ich jetzt völlig irritiert jetzt, was? Also Objekte? Soll ich den Schrank? Nö. Ah, man muss zielen, okay. Benutze, um Objekte Chinese aktiviert zu ziehen. Was benutze? Ach, Maustaste? Oh, cool. Ja. Mhm. Das machst du jetzt genau wie? Achso, auf diesen Pfeil oder was? Oder worauf zielst du gerade? Ah. Ich möchte auch so eine Power, Alter. Ein bisschen. Also im Zug reparieren habe ich anscheinend Auffälligkeit. Ziehen auch. Beim Nehmen war ich eine Lok. Das ist so DSF-Lasterwagen ziehen, oder was? Ich würde sagen hier Train Simulator, oder? Let's Trash oder wie? So, aber ganz ehrlich, mir gefällt, dass ich das für den da jetzt rausgezogen haben, weil garantiert da gleich irgendwelches Gelumpe wieder rausgesprungen kommt. Wollen wir wetten? Hier ist noch so ein. Ja. Was auch immer ich gerade aufgesammelt habe. Ist alles verriegelt, was soll denn das? Ja, die müssen ja da lang, also wäre es ja vielleicht mal toll, den Zug zu nehmen. Obwohl, der hat sich. Moment mal, wir müssen ja. Achso, wir könnten ihn ja in der Theorie. Ja. Genau, genau. Wollte gerade sagen. Wir können ja mal schieben. Hier. Wollen wir noch mal da hinten in diesen Tunnel rein oder was? Weil da müssen wir erstmal nicht hin. Okay. Geht nicht. Okay, das war schon mal die richtige Einstellung. Ne? Da geht's nicht lang. Ich glaube, du schiebst ihn falsch. Ich glaube, du hast ihn richtig geschoben. Ah. Wiederhole nochmal dieses. Ich schiebe es falsch. Also Rangierverkehr hier, oder was? Okay, warte okay, auf mich. Da will ich nicht stehen. Nein, ich will hier nicht stehen. Oh. Alle Anruf sind ausgerichtet. Abfahrtsequenz wird eingeleitet. Mhm. Bitte in den hinteren Zugteil einsteigen. Ja. Der Zug ist wieder flott und kann durch das Südtor fahren. Er entgeht Ihnen nicht. Was anderes bewegt sich nicht. Verstanden, ich schließe auf, sobald Sie die Stadt verlassen haben. Halten Sie sich zur Abholung bereit, es wird brenzlig. Links, links. Hast du ihn? Ich hab ihn gestasist. Kommen noch welche? Okay, das scheint so gewesen zu sein. Wollen wir nochmal in den Raum reingucken? Oh, kann ich in den anderen? Ja, hier ist nix. Nix. Ja, haben sie wahrscheinlich die ganze Zeit im Nix-Raum gelauert. Ja, toll, ne? Schön, weißt du, haben sie den Schneidbrenner schon in der Foto, weißt du, und dann warten sie, bis dieser olle Zug hier irgendwie fertig gemacht wurde, oder was? Also Munition bin ich auch voll, lustigerweise. Ja, ich auch, auf beiden. So, dann wollen wir mal gucken hier. Boah, er ist verriegelt. Ein schönes Plätzchen und fahren hier mal eine Runde zu. Ach, der fährt automatisch los, wenn wir drin sind. Jetzt sofort. Wo wurde sie zuletzt gesehen? Wie stehen die Chancen, dass sie noch lebt? Wir waren auf der Kihol-Station. Sie flog zu geheimen Koordinaten, die sie gefunden hatte. Ach, schon wieder geheim. Kontakt ab. Sie hat echt Mut. Geheim heißt, wir müssen es rausfinden. Ich kann mir vorstellen, dass sie noch am Leben und richtig sauer ist, dass wir sie noch nicht gefunden haben. Guck mal, ich kann die Kreuze malen. Ach so, jetzt ist hier die Tür übrigens offen. Ist hier noch irgendwie was rum? Irgendwie ein altes Brötchen oder so mit Zwiebelmett? Mal schön, schön mal ein bisschen essen hier. Ah, nur Pornomagazine, okay. Ja, Alter. Aua. Bist du TOT? Nee. Ich blitz es nur. Das hat mich jetzt ein bisschen irritiert. Welches Schiff ist die Eudora? Das größere, das gerade um ihren Kopf flog. Ach, die ballern sich da einen Tod. Sie sind im Zug.
Welches muss ich jetzt schießen? Mach irgendwas kaputt. Ich hab wieder weggestarst, ne? Oh, Medikit. Aber gibst du mir auch irgendwie Deckung oder sowas? Nein. Gut. Also alles richtig gemacht. Kann ich nicht mal runterspringen? Ich muss echt die Leiter nochmal nehmen? Ja, das ist mir auch gerade auf. Ach, du bist doch da hinten. Parkst du dich noch, oder Bab? Ja, ich wollte die Leiter nicht. Ich mache jetzt schon wieder den Iron Man und wandere den nächsten hoch. Hab hier zwei. Naja, ich beeile mich ja schon. So. Ja, und? Also ich häng drauf. Wie sieht's mit dir aus? Guck mal. Ja. Ach so, ich kann die E drücken, ja. Ach, man muss ja noch was drücken. Dein Ernst, Alter, sammelst du sogar echt so ein Quicktime-Event? Willst du mich hier verkaspern? Oh, nee. Übrigens, der war mit Absicht. Ach so, ja. Cool, Shotgun, die will ich auch. So, die Frage ist, wer muss jetzt E drücken? Ich oder du? Drücken wir einfach mal beide E. Soll ich dich festhalten oder soll ich dich nicht festhalten? Oh, okay, jetzt hat's gerade geleckt. Naja. Aber ich komme diesmal rauf. Diesmal hast du mich nicht getötet. Hat er gerade Hyperspace gefunden oder so? Ich weiß nicht, für mich sah das einfach aus wie eine Explosion. Und ein paar Partikel dazu so. Ich hab dich gerettet. Ja, nachdem du mich getötet hast. Echt. War jetzt etwas überraschend. Hi. Oh, ich habe auch einen Sohn. Der Neger hat ihn umgebracht. Und seine Mutter. Tut mir leid. Schon gut. Sollte es nicht. Wir sind keine Freunde. Danke, dass Sie mich gerettet haben. Strengen Sie sich demnächst an. Komm mal. Ist Isaac schon wach? Ja. Genau, Andi. Ich streng dich besser an. Wir haben ihn gehört. Aber war schon wieder genau die richtige Frage an uns gerichtet, ne? Vor allem speziell an mich. Sind Sie schon wach? Ne? Dreh mich gefälligst dieses Mal an. So. Drück nur nochmal Tab. Was haben wir denn hier? Norton und Carver, wer diese Männer auch sind, sie haben einiges auf sich genommen, um mich zu finden. Aber wenn es einen gibt, was ich... Was? Wenn es eines gibt, was ich von der Sprawl gelernt habe, dann das Vertrauen gefährlich ist. Norton sollte lieber ein paar Antworten parat haben, wenn er von mir erwartet, dass ich bei seinem Plan mitmache. Okay. Ich will eigentlich nicht. Dann machst du hier schon wieder den Medikamenteschrank kaputt, oder was? Ja, ich will mich ein bisschen mit. Hier ist ein Medkit. Also ein Zwiebel. Diese Standard-Medkits. Ich will die dicken Dinger hinterm Panzerglas hier. Zwiebel-Medkit. Tier kaputt machen. Du flippst ja völlig aus. Hast aber auch schon lange keinen mehr gehabt dann, ne? Ja. So, wir müssen da hinten hin. Was ist denn hier noch so? Paar Isomatten, paar alte, eine Tür, die nicht aufgeht. Schon wieder ein Medkit. Bilder. Hier eine Pixar, eine Pixar Schreibtischlampe, die nicht kaputt geht, die ist unkaputtbar. Panzerlampe. Abspielen. Spiel's doch mal bitte ab. Wiedergabe aufgezeichneter Nachricht. Hey, ich bin gerade auf Patrouille. Fass dich kurz, ja? Er hat heute Geburtstag. Oh, Scheiße! Ist das Dad? Danke für das Geschenk, Dad. Wann kommst du heim? Bald schon. Okay. Hab dich lieb, Dad. Wer will Soldat spielen? Ich! Du Soldaten. John, du bist sein Vorbild. Dann treib ihm diese Flausen besser aus, verstanden? Ich muss jetzt los. Ich liebe dich. Anscheinend bin ich ein schlechter Vater.
Ja, das glaube ich dir aufs Wort. Oder ich war einer. Naja, man muss ich mich jetzt aber ein bisschen in die Rolle reinfinden. Hier, an dem Tisch, wo es eigentlich Schachfiguren geben sollte, liegt ein Medkit rum. Nee, ein Clipkit. Clip? Okay. Warte mal, funktioniert das jetzt wirklich auch hier? Nee. Was denn? Nee, ich wollte gerade mal dreisterweise B drücken. Und wieso? Ich meine, ist ja nur nicht das Problem, ne? Hä? Ich wollte mal wissen, wo es lang geht. Ob das jetzt hier auch so. Achso. Öffnen. Besser. Kann ich nicht Starsitzen. Schade. Nicht? Nö. Also bei mir ging das gerade. Ja, und. Ich bin der Meinung nach, das Geheimnis wird, wie man diese Marker-Epidemie stoppen kann. Aber wir verloren den Kontakt. Unsere oberste Priorität ist jetzt, Agent Langford und ihr Team zu finden und zu sichern. Dann sichern wir doch mal. War's Intro, oder? Ja, ja, irgendwie so, ne? Ich hab so das Gefühl, dass es das Intro. Wie ist es? So, hier ist alles zu. Ich eigentlich auf ein Safe-Ship mit gezogener Waffe im Langsam-Modus rum. Ja, ich nicht glaube, dass es safe ist. Hier ist ein Erste-Hilfe-Kasten. Dann noch ein. Ist überall alles zu hier, oder was? Was haben wir hier? Ein Paranoid, ne? Oh. Nix, das ist einfach nur. Ich würde sagen, schon wieder Fahrschule fahren hier. Geh mal vor. Geh mal vor, Kollege. Du hast mehr Stasis als ich. Gerade rausgehauen alles. Ja, ich auch, aber es lädt sich halt ein bisschen auf. Ja, meins ist ja schon wieder voll. Ich habe nichts gedrückt. So, wir müssen übrigens nach links hier. Aber. Wie funktioniert das bei dir? Was mit B? Ja. Cool, ich komme auch nicht mal aus dem Zielmodus raus. Wieso auch immer. Hast du vielleicht gerade einen Disconnect? Oder hast du vielleicht Caps Lock gedrückt einmal versehentlich? Nein, nein, habe ich nicht. Nein. Ich komme trotzdem nicht aus dem Zielmodus rauf. Dein Ernst? Ja. Also bei mir läuft er jetzt mit gezogener Waffe. Also ich scheine irgendwas gedrückt zu haben, um das festzustellen. Ich muss da jetzt mal. Ja. Das ist ja schön. Rein. Das ist ja sehr schön. Ja. Liebe Leute, ich würde sagen, der LQAX ist einfach mal raus. Ein kleiner Bobo und raus, auf jeden Fall. Was? Zielmodus umschalten. Ah, okay. Jetzt, ich glaub, was war denn jetzt das Rätsels Lösung? Eine andere Taste. Ha. Und? Kann weitergehen. Also bei mir war es Caps Lock, oder wäre es Caps Lock? Ja, ich wollte es ja rausnehmen, dieses Caps Lock, deshalb habe ich es. Es war Tab bei mir. Ah. Der Tab ist bei mir Inventar öffnen auch. Das ist bei mir I. Auch, ja. Also die keuchen ganz schön von so einem 5 Meter Sprint, oder? Muni-Clip. Gott sei Dank sind wir voll mit Muni. Was bist du? Ach, ein Artefakt. Okay. Oh cool, jetzt hast du auch eins, oder wie? Zum Ansehen, Tab drücken. Nur, wie? Ja, ich weiß es nicht. Also ich sehe mein Inventar, ich sehe Ressourcen, alles auf Null. Ich habe ja vorhin auch eins bekommen. In der Theorie. Ah, oh, oh. Numblock 7 und 9. Numblock 7 und 9. Ah. Bucherbots, ah, das. Datenbank, Mission, Inventar. Und worauf soll es jetzt sein? Na, auf Datenbank. Das Gove Artefakt 02. Ich habe jetzt mal das 02 geöffnet. Offizierslog, Captain Robert Norton. Clark macht es uns nicht einfach, ihn zu finden, und ich kann es ihm nicht mal verdenken. Seit er von der Titan Station geflüchtet ist, oder Titanstation, läuft er mit diesen Markergeheimnissen in seinem Kopf vor Earth Gov. Davon, also vor der Earth Government wahrscheinlich. Hätte Ellie uns nicht geholfen, hätten wir nicht gewusst, wo wir nach ihm suchen sollen. Wir haben heute Morgen Kurs auf die Luna-Kolonie New Horizons
oder Horizons gesetzt. Jetzt müssen wir ihn nur noch vor Danik finden. Ich hoffe für ihn, dass er es wert ist. Mhm. Bist du es wert? Nein. Möchtest du bitte die zweite vorlesen? Wärst du so freundlich? Oder die erste? Du hattest jetzt die erste, ja? Nee, ich hatte die zweite. Ich habe auch nur die zweite angezeigt bekommen. Ach so? Du hast gesagt 7, 9. Okay. Artefakt nur 2. Du musst dann Leben auf Eudora nehmen. Leben? Ah! Okay. Geh ich jetzt runter? Ah ne, Unitology Artefakt 01. War noch Kapitel 1. Was? Geh mal auf Kapitel 1. Kapitel 1? Ah. Ah, oh. Wollen wir das wirklich alles vorlesen? Können wir eigentlich machen, ne? Ich glaube, deine Verbindung ist unterbrochen. Ja, technische Probleme. Be standby. Ja, also ich sehe nur Verbindung unterbrochen. Weiter offline spielen. Zu dem ER-Server wurde getrennt. Du kannst Online-Funktionen erst wieder nutzen, wenn du Verbindung zu dem ER-Server wiederhergestellt hast. Eigentlich bin ich da noch drin. Dein Core-Partner hat das Spiel verlassen. Eigentlich nicht. Du musst den letzten Kontrollpunkt neu starten. Möchtest du fortfahren? Ich würde sagen, wir unterbrechen das Ganze einfach hier mal an der Stelle. Mhm. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns in der nächsten Aufnahme. Ich bin das Eulchen, aka Andi und El Kurax, der Ricky. Der wünscht euch bestimmt auch noch eine gute Nacht. Also, macht's gut, Leute. Bis dann. Bye, bye.